Linke klagt gegen Fiskalunion. Werden die Linken zum Retter des Nationalstaats? Berlin. Die Linkspartei hat angekündigt, gegen den Europäischen Fiskalpakt vor dem Bundesverfassungsgericht klagen zu wollen. Bei diesem Pakt geben die Länder wichtige Hoheitsrechte an die Zentralregierung in Brüssel ab. Dies gilt ganz besonders für die wichtigen Bereiche Arbeitsmarkt, Sozialsysteme und Steuern. Damit erhält die EU noch mehr Möglichkeiten, in die Entscheidungen einzelner Staaten diktatorisch hineinzuregieren. Bei Missfallen drohen harsche Sanktionen. Die EU kann den Staaten auch entsprechende Spardiktate auferlegen, falls die Obergrenze bei den Schulden gebrochen wird. Bestimmte Entscheidungen können nicht mehr souverän getroffen werden. Sie müssen vorab von Brüssel genehmigt werden. Diese neue EU-DSSR baut damit ihre Macht deutlich weiter aus und kann somit noch mehr als ohnehin schon aus der Brüsseler Zentrale heraus die Völker bevormunden. Klaus Ernst und Gesine Lötsch erklären gegenüber Reuters den geplanten Gang nach Karlsruhe mit dem offensichtlichen Demokratiedefizit der EU. Wir wollen gegen den Fiskalpakt nach Karlsruhe ziehen. Die beste Lösung wäre eine Volksabstimmung wie in anderen Ländern. Beim Fiskalpakt wird das Königsrecht des Parlaments, die Haushaltshoheit, ausgehebelt. Das ist undemokratisch und verfassungswidrig. Erfolgsversprechend ist der Gang nach Karlsruhe eher nicht. Eventuell lassen sich kleinere Besserungen herausschlagen, die Generallinie wird aber kaum veränderbar sein. Die anderen im Bundestag vertretenen Parteien sind demgegenüber besonders EU-hörig und wollen die Abschaffung der Nationalstaaten durch Gründung der Vereinigten Staaten von Europa.